So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft bzw. LPT Minecraft mit Dark Frozen 1 und Sargonite. Die beiden sind auch im TS. Nur bevor ich die dazuschalte, möchte ich einen kurzen Überblick geben, denn es hat sich ein bisschen was getan. Wir haben weitergebaut am Grundstück. Das Ganze wollte ich dann schön mit aufnehmen und euch in mehreren Folgen nochmal zeigen, wie immer. Allerdings hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen und so ist die Aufnahme nach über einer Stunde leider gecrashed und ich konnte nichts mehr davon retten. Das heißt, alles futsch. Deshalb zeige ich euch jetzt einfach kurz, was wir so verändert haben in der letzten Zeit, was wir gemacht haben. Auch wie es auf Acid Island aussieht, das zeige ich auch noch kurz, dass nämlich jede Menge Zeug passiert. Und dann würde ich sagen, schalte ich die anderen beiden dazu und wir machen ganz normal weiter, wie ihr das kennt. So, dann gucken wir uns mal um. Was ist passiert? Das hier kennt ihr, die Kirche. Was auch geblieben ist, ist unser Haupthaus. Die Farm hier, wobei sie sich ein klein wenig verändert hat in dem, was wir angepflanzt haben. Ansonsten hat sich da nicht viel verändert. Hier der Bauernhof, den kennt ihr auch noch. Da hat Sargonite den etwas ausgebaut. Was heißt ausgebaut? Nicht ausgebaut, sondern Kühlkammer. Das ist auch lustig hier. Nicht ausgebaut, sondern halt eingerichtet. Hier haben wir auch einen Strohballen, einen kleinen Platz zum Sitzen. Ich glaube, da oben ist noch ein kleiner versteckter Eingang drin. Genau, zu einem Bett. Das ist, hat sich Sargonite so eingefallen. So nach dem Motto, ein Bett in Kornfeld hier. Was auch noch von Sargonite ist, ist hier die Schmiede. Die halt gefällt mir ziemlich gut. Von außen muss es noch ein bisschen angepasst werden an den restlichen Stil der Stadt. Ja, das Holz, das sie verwendet hat, ah, doch, das ist das gleiche. Ja, müssen wir mal gucken. Das kriegen wir schon noch hin. Aber innen drin ist einfach der Wahnsinn. Sargonite hat sich ja angeboten, hier auf dem Server immer unsere Sachen, Werkzeuge, Schwerter und so weiter zu reparieren, wenn die kaputt gehen. Dafür geben Philipp und ich unsere Taler, die wir hier so verdienen, aus, um diverse Gegenstände, die wir brauchen, zu kaufen. Deshalb haben wir hier Ausgabeaufträge. Das heißt, hier ist drin, was Sago repariert hat und hier geben wir rein, was sie reparieren soll. Zudem haben wir hier Amboss, ja, eine Aufgabentafel, so nach dem Motto. Und eben alles, was man so in der Schmiede braucht. Und dann gibt es noch eine Stock, ne, geht es noch eine Etage hoch. Hier haben wir ein kleines Lager, genauso wie da oben. Hoppla. Hier haben wir auch noch ein paar Kisten. Und dann hat sich Sago hier noch eine kleine Wohnung eingerichtet mit Bett, ein schönes Bild, ein paar Bücher, eine Kiste. Ja, ganz normale Wohnung eben. Ah, hier hat sie noch ein paar Sachen versteckt, sehe ich gerade, eine Effizienzhacke hat sie genommen. Oh, da müssen wir mal reden, weil das ist eine Hacke für mich. Aber ansonsten überhaupt kein Problem und gefällt mir ziemlich gut. Dann haben Philipp und ich, schön die Tür zu machen, hier weitergebaut. Der ganze Bereich ist neu. Hier hatten wir nichts und Philipp wollte einfach ein Haus bauen, so eine Art Gaststätte, die man von außen nicht sieht. Natürlich sieht man sie, klar, von der anderen Seite, außerhalb des Grundstücks. Da war es nicht möglich, irgendwelche Bäume zu setzen. Aber wenn man hier den Weg entlang kommt, sieht man nichts von der Gaststätte. Egal wo man lang kommt, egal wo man hingeht, man sieht sie nicht. Man kann nur auf diesem Weg, und das stimmt nicht ganz, zeige ich euch gleich, zum Gasthaus hin. Wir haben das lustigerweise zur rostigen Schwiegermutter genannt. Gefällt mir ziemlich gut der Name. Ist auch meine Idee gewesen, muss ich mal sagen. Ansonsten haben wir hier dann halt die kleine Bar mit, da steht was, Zimmerkosten pro Übernachtung und Frühstück und dergleichen, was Likör, Cocktails oder Bier kostet. Ist halt ein normaler Schankraum, wie man ihn so kennt. Hier haben wir, glaube ich, noch ein paar Baugegenstände, Utensilien drin, genau. Und wenn man hochgeht, haben wir zwei Räume, in denen man übernachten kann. Hier ein paar Bücher, ein paar Blumen, so nach dem Motto. Und dann eben das Zimmer 1, die Spinne. Haben wir hier zwei Betten, zwei Kisten, ein bisschen, ein paar Bilder, ein bisschen Grünzeug. Eine Treppe nach oben, hier haben wir auch nochmal eine Leseecke mit Büchern und einem Sitz und ein bisschen
wieder ein bisschen Grünzeug und indirekte Beleuchtung vor allem, wobei die indirekte Beleuchtung durch die direkte Beleuchtung hier unten ein bisschen den Sinn verliert. Aber wir mussten es setzen, sonst wäre es so dunkel gewesen. Und dann, ja, werden eben die Tiere gespawnt. Da müssen wir jetzt einfach gucken, ob wir da vielleicht noch eine andere Möglichkeit kriegen, wie wir da Lichter platzieren können, dass es vielleicht bei der indirekten Beleuchtung bleibt. Dann haben wir hier noch das Teufelchen, das ist das zweite Zimmer. Ist eigentlich vom Aufbau her exakt dasselbe, nur von der Farbgebung her ein wenig anders. Ja, und die Bilder sind auch andere ansonsten, aber exakt identisch. Wir gehen gerne mal hoch. Wie ihr seht hier, wie gesagt, genau das gleiche. Dann gehen wir mal nochmal runter. So. So, wenn ich hier jetzt rausgehe, dann seht ihr, hier ist noch so ein kleiner Weg angedeutet. Ich sagte vorhin, es wäre der einzigste Weg, das stimmt nicht ganz. Hier gibt es noch so einen Pfad. Wenn man dem Pfad folgt, kommt man hier zur Farm wieder, beziehungsweise zum, mir fällt das Wort nicht mehr ein, zur Scheune kommt man. Und ja, hier haben wir noch unseren Kollegen Suppenhühnchen, das gedacht hat, ja, es schwimmt ab sofort hier im Kessel. Und das ist eben auch noch so ein Verbindungspfad von der Farm zur rostigen Schwiegermutter, zur Taverne. Aber hier, wenn ihr mal guckt, geht auch noch ein Pfad lang und das ist tatsächlich der einzigste Weg, auf dem man da hinkommt. Es gibt nur diesen, alle anderen Wege sind versperrt, kommt man nirgends durch. Und hier haben wir noch so eine kleine Siedlung gebastelt, mit einer schönen Sitzgelegenheit, einer Fackel, damit man aber sieht. Von oben zeige ich euch das gerne mal. Das ist praktisch hier genau so eine kleine Lichtung. Und ja, da kommt man nur über diesen einen Pfad hin. Alle anderen Wege habe ich extra zugebaut, sodass man da nicht durchkommt. Und ja, ich finde, es ist ganz gut gelungen. Hier hinten soll demnächst auch noch so eine Art Turm hin. Auch im Stil der Stadt, der auch umgeben sein soll von Wald. In der wir das Ganze dann abrunden, dann sieht es auch nicht so einsam aus in dem Ecken, in dem Bereich des Grundstücks. Ansonsten zeige ich euch mal kurz, wie es bei uns in Acid Island aussieht, weil da waren wir ja auch sehr fleißig. Acid Island, wer es nicht kennt, sollte sich die Folgen darüber mal angucken. Das kann man sinngemäß sagen, ist vergleichbar wie Skyblock, nur eben im Wasser, also eine Insel. Und was bei Skyblock die Luft ist, also wenn man nicht aufpasst und abstürzt und man stirbt, ist hier das Wasser. Das Wasser ist also giftig. Kommt man mit Wasser oder Regen in Berührung, dann ätzt der, ist der ätzend und verursacht Schaden. Das heißt, da muss man immer drauf achten, wo man steht, wenn es regnet und dass man nicht ins Wasser fällt. So, angefangen hatten wir hier mit einer normalen Mopf-Falle, mit einer kleinen Wohnung. Hier oben für Sago, Philipp und, also für Sago, Duck Frozen und mich. Und ja, dann haben wir weitergemacht. Hier hat Duck Frozen angefangen, ein kleines Häuschen zu bauen. Das benutzen wir als Verzauberungsraum. Hier kann man Tränke machen und noch vieles mehr. Für die Tränke haben wir uns hier eine Nederwarzenfarm angelegt. Das passt also auch ganz super. Wir haben hier die Farm verschoben. Da stand mal da hinten. Die Kakaobohnenfarm, die steht jetzt hier. Wir haben hier auch die Melonen- und Kürbisfarm hingelegt. So in einer Reihe, immer 7 Stück, glaube ich, einer Sorte. 7 oder 6 einer Sorte. 6 einer Sorte. Und haben hier am Rand unsere anderen Farmen hingelegt. Das heißt, hier vorne haben wir die Weizenfarm, dann kommt die Karottenfarm und zu guter Letzt die Kartoffelfarm. Hier haben wir, um bei Farmen zu bleiben, natürlich unsere Baumfarm. Und wie ihr hier oben seht, ist Duck Frozen immer sehr fleißig und überdacht alles mit Glas. Glas aus dem Grund, dass die ganzen Pflanzen und dergleichen noch weiterhin wachsen können, aber wir von dem Regen verschont sind, weil wie gesagt, wenn es anfängt zu regnen und wir hätten hier nirgends ein Dach, dann könnten wir nichts mehr arbeiten und der Regen in dieser Map kann bis zu 10 Minuten dauern. Das heißt, man würde 10 Minuten rumstehen, ohne etwas tun zu können.
Deshalb haben wir begonnen, alles zu überdachen. Und dadurch können wir auch arbeiten, selbst wenn es regnet. Hier unten, ja, haben wir mal angefangen, alles auszuhöhlen. Das ist ein bisschen schwerer, weil es liegt im Wasser. Da muss man dann spezielle Tränke haben, mit denen man das dann machen kann. Was wir hier genau machen wollen, das haben wir noch nicht festgelegt. Wenn es funktioniert, würden wir da gerne Slimes spawnen lassen, damit wir zu Slimeballs kommen und Pistons und dergleichen bauen können. Und die brauchen wir auch für diverse Quests. So, ansonsten haben wir hier noch unsere Monsterfarm. Wie gesagt, die war mal einstöckig. Das haben wir aber geändert. Die einstöckige warf zwar super viele Mobblut ab. Aber wir dachten einfach, es ist noch zu wenig. Deshalb haben wir erst einen Stock drauf gebaut, dann zwei Stöcke drauf gebaut. So dass wir jetzt eine dreistöckige Mobfalle haben. Und dann sieht man auch schon, die Mobfalle war mal so hoch wie diese Glasplattform. Das heißt, das schloss bündig ab. Mittlerweile haben wir jetzt eine gute Erhöhung. Und hier drüben seht ihr zum Beispiel jetzt Inseln anderer Spieler. Das heißt, hier hat jemand was gebaut. Ich gehe mal kurz näher ran. Ich nehme an, das ist eine Eisengolem-Farm. Das wird auch eine Mobspfalle sein bei ihm. Da hat er eine Baumfarm und so weiter und so fort. Also der ist auch sehr fleißig. Hier hinten, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, liegt so halb im Nebel, wird halb aufgebaut. Der Herr ist auch, oder die Dame ist auch fleißig am Bauen. Ansonsten sieht man um uns herum nicht so sehr viel. Da hinten ist zwar eine kleine Insel, schon vor ein paar Tagen aufgetaucht, aber aus irgendeinem Grund wird die nicht sonderlich, wird da nicht sonderlich viel dran gebaut. Wir wissen nicht warum, wir wissen nicht, wer dort genau spielt. Es ist in der letzten Zeit auch ein bisschen weniger los. Im Moment ist zum Beispiel Sargonite hier auf dem Server. Ich und der schwarze Peter mit D. Peter. Hier haben wir unser Lager ausgebaut. Sargonite war so nett und hat da alles eingeräumt oder ziemlich viel eingeräumt. Und die letzte Ebene von unserem Lager, die haben wir zur Pilzfarm umgebaut. Vorher hatten wir eine in so einem Käfig, da ist es aber nicht, sind die Pilze aber nicht sonderlich gut gewachsen. Und seit wir hier die Pilzfarm gebaut haben, wächst das Zeug ohne Ende und wir können regelmäßig neue Pilzsuppen machen oder die Pilze an sich für irgendwelche Erfüllungen von Quests verwenden. Ja, im Großen und Ganzen war es das auch schon. Ah ne, nicht ganz. Wir haben hier, ich weiß nicht, ob ich die schon mal gezeigt habe, unser neuer Couple-Stone-Generator hat Sago entwickelt. Einmal den Hebel ziehen, kommen zwei Blöcke raus. Nochmal ziehen, kommen wieder zwei raus. Hat den Vorteil, bei dem alten ist immer mal wieder ein Stein in die Lava gefallen, ins Wasser gefallen und war dann demnach weg, weil auch ins Wasser konnten wir nicht, weil es ja ätzend ist, also Schaden verursacht. Und bei diesem Generator muss man zwar immer wieder den Hebel drücken oder könnte auch eine Glocke dranhängen als Beispiel. Aber der Vorteil ist halt wirklich, was da rauskommt, ist sicher. Das heißt, wir können es abbauen, es kann nicht in Lava fallen, es kann nicht in Wasser fallen, es ist sicher. Und zu guter Letzt, und damit schließe ich dann ab, haben wir uns hier noch ein Portal gebaut in den Nether. Ich gehe auch ganz kurz mal rein. Allerdings sieht der Nether hier direkt am Anfang, also im Spawngebiet, total zerschossen aus. Da waren also schon viele am Werk. Und wenn wir in den Nether gehen, dann müssen wir da immer ein gutes Stück laufen, bis wir dann praktisch an unberührtes Gelände kommen und dort dann nochmal Quarz farmen können, Netherstein farmen können, Seelensand oder Netherwarten und so weiter. Also da muss man schon ein bisschen laufen. Ansonsten hier vorne direkt kann man am Spawn-Ground direkt kann man eh nichts abbauen, aber hier seht ihr auch, da braucht man nicht mehr viel abbauen, da ist schon alles weg. So, das war es eigentlich soweit von mir mit dem Review, was wir so gemacht haben. Leider konnte ich euch das nicht zeigen, wie gesagt, weil die Aufnahme gecrashed ist. Und dann gehen wir jetzt nochmal zum Spawn dieser Welt.
Erstmal müssen wir den Mob hier killen. Jetzt brenne ich natürlich. So. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Spawn dieser Welt. Vielleicht klappt es ja jetzt, ohne dass unser Mob angreift. Jawohl, und dann gehen wir hier durchs Tor. Und sind wieder in unserer normalen Welt. Und dann gehen wir jetzt auf unser Grundstück, wie ihr es kennt. Daran hat sich ja nichts geändert. Und dann schalte ich gleich Philipp und, also da Frozen 1 und Sargonite dazu. Und dann bauen wir hier in unserem Grundstück weiter. Nehmen das natürlich auf, sodass ihr das alles dann mitverfolgen könnt. Und soweit ich richtig informiert bin, bauen wir heute die Kathedrale weiter. Vielleicht werden wir fertig, zumindest mal mit der Fassade außen. Ich weiß es nicht genau, lassen wir uns überraschen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, einen Daumen nach hoch, würde ich mich sehr drüber freuen. Oder ein Abonnement meines Channels sowieso. Und dann wünsche ich noch einen schönen Abend und auf Wieder. Tschüss.